Die Sonne scheint. Das war am Sonntag zunächst die wichtigste Botschaft beim alljährlichen Fahrturnier des Reit- und Fahrvereins Kescher. Zahlreiche Fahrsportler aus der Region, darunter nicht wenige Lokalmatadore, kämpften ab 8 Uhr morgens um Sieg, Platz oder auch nur um eine gute Note. Das Turnier, wie immer perfekt von vielen Ehrenamtlichen organisiert, wartete diesmal mit einer Neuheit auf. Erstmals wurden Fahrturnier und Voltigiertag zusammengelegt. Ein kluger Schachzug im Sinne der Werbung für den Pferdesport. Die Leckereien in der Cafeteria machten den Tag zu einem echten Familientag.